So Leute, es wird mal wieder Zeit für Moonlighter. Wir haben einfach unseren kompletten Laden geupgradet letzte Folge und schön eingerichtet. Haben jetzt auch diese Buffs hier. Ich habe herausgefunden, wie man die jetzt einsetzt oder anbringt letzte Folge. Und die Folge würde ich sagen, schnacken wir nicht lang rum und gehen direkt in den neuen Dungeon. Heiltränke haben wir genug, das passt. Ich glaube, der Dungeon war hier hinten irgendwo. Ja, genau. Alter, wir sind ja dann. Wir haben es ja dann fast. Wir haben noch den Dungeon. Und dann noch den hier. Kranke Scheiße. So, was ist das jetzt für ein Dungeon eigentlich? Ah, genau, der Wüsten-Dungeon war das. Und hier kann ich direkt zum anderen Dungeon. Aber ich glaube, der ist ein bisschen zu schwer, der andere Dungeon. Der nächste. Da gehen wir erstmal nicht lang. So. Also hier soll ganz schön viel mit Hitze am Start sein und am Boden gibt's halt diesmal nicht Gift wie im Wald-Dungeon, sondern irgendwie Lava. Und die Typen können sich teleportieren. Alles klar, wahrscheinlich, oder? Jo, alles. Ja, ich brenne jetzt halt öfter. Ist halt jetzt so mein Ding. Brennen. Wer tut nicht gern brennen? Ja, moin. Oh, da ist der Boss, okay. Den machen wir dann gleich. Aber ich möchte erstmal noch die ganzen Sachen hier looten. Wir brauchen gerade irgendwie alles Mögliche. Boah, Alter, der Schleim ist auch. Okay, wie kommen wir jetzt hier rüber? Da gibt es ja so Geheimsachen. Da hat ja gerade irgendwas geglänzt. Hä, da hat doch gerade irgendwas geglänzt, aber ich kann hier nicht rüber. Vielleicht hier irgendwie an den Seiten irgendwas aktivieren oder so? Hier hinten? Hä, sicher, irgendwie muss ich doch da hinkommen. Okay, warte, wir gehen nochmal raus und wieder rein. Doch, da glänzt doch was. Okay, da kann man irgendwie hinkommen. Warte mal, wie wär's mit. Was muss ich denn machen? Vielleicht mit dem Bogen drauf schießen? Nee. Okay, das ist jetzt ein bisschen komisch. Da glänzt es halt. Irgendwie ist da was, aber ich komme da nicht hin, weil da einfach Steine vor sind. Ich kann ja auch nicht kaputt machen. Ja gut, dann halt nicht. Egal. Dann gehen wir woanders lang. Obwohl, vielleicht kann ich ja hier runterfallen. Okay, ja gut, never mind. Oh Mann. Genau da sieht man es jetzt. Da liegt jetzt einfach Lava am Boden. Oh no. Und die Lava tut, dass ich dann einfach übel heftig brenne. Was ist denn das? Das ist auch übel komisch. Die Räume sind einfach teilweise so abgehackt. Vielleicht kriegen wir noch irgendwie in der nächsten Etage ein Item oder so, was uns dann weiterhilft. Irgendwie, dass wir uns teleportieren können oder so. Okay, mal schauen. Aber der nächste Dungeon sieht auch übel geil aus. Also die Dungeons werden immer geiler. Ich fand den Golem Dungeon schon richtig nice. Und der gefällt mir aber irgendwie besonders gut, der letzte. Boah, okay, ja. Alter, was ist das denn? Ist einfach Fußbälle aus Magma und Stein. So, weg mit dir. Jo. Alles mitnehmen, alles wertvoll. Ich habe wieder mal gar keinen Plan, was die Materialien sind, die wir zum Upgraden von den Sachen bauen. Aber das will ich mal wieder dann wahrscheinlich offscreen farmen. Das ist nämlich dann. Das müsst ihr euch nicht geben. Die ganze Farmerei ist ja auch langweilig, wenn man dann irgendwie zuschaut. Wenn nichts Neues passiert, einfach nur die ganze Zeit Dungeon rein, zack, Sachen holen, dann wieder raus, verkaufen, wieder rein. Ja, das erspare ich euch. Dann machen wir den Boss. Den erspare ich euch nicht und ich glaube, der ist ganz geil. Ich weiß gar nicht, was könnte der sein?
Vielleicht irgendwie so ein Magma-Schleim, so ein fetter oder so irgendwas mit Stein. Nee, sind so Sandmonster, ja, Mann. Oh ja. Okay. Oha. Okay, das ist auf jeden Fall die Bosse. Ja, okay. Okay, wir brauchen absolut Upgrades. Ach du heilige Scheiße. Warum ist der so schwer? No. Okay. Holy shit. Alles klar. Einfach fast gestorben. Musste 5 Heiltränke gerade rausballern, damit wir jetzt nicht sterben. Ja, geil. Also, das Ding ist halt, der Baum in der letzten, im letzten Dungeon, der hat sich ja gar nicht bewegt. Und im vorletzten Dungeon, im Golem Dungeon, hat sich der Boss auch ja so sehr wenig bewegt. Und diese ganze Bewegung, Alter, das ist übel schwer, da hinterherzukommen. Vor allem, wenn ich mit dem Schwert kämpfe, mit so einem Kurzschwert. Und ich block halt auch nie, ist mir auch aufgefallen. Ich tu einfach nicht blocken, das gibt's irgendwie bei mir gar nicht. Naja. Schauen wir mal weiter, wie weit wir kommen. Zweite Etage sollte schon nicht so schwer sein. Boah, okay. Ja gut, die haben schon fett Leben dazu bekommen. So. Oder geil. Anstatt jetzt diese Pflanzen, da gibt es jetzt so hier so Treibsand. Das ist ja übel geil. Alter, wie nice. Ich muss kurz nochmal die Heiltränke equippen. So. Ja, machen wir unsere Taschen voll. Und dann können wir auch wieder raus, weil das ist ein bisschen zu schwer hier, denke ich. Alles einsammeln. Boah, wir müssen dann auch schauen, was auf jeden Fall sinnvoll ist mitzunehmen und was nicht. Die ganzen Billig-Items oder die halt nichts wert sind, macht ja dann gar keinen Sinn. So. Okay, mal schauen, was in der Kiste drin ist. Okay. Ja, wir können ja jetzt schon mal ein bisschen schauen. Okay, das sind eher so unwichtige Sachen. Magischer Kern, Staub, Sand. Okay. Das brauchen wir nicht, das auch nicht, das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Und das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. So. Heilen wäre nicht schlecht. Und weiter geht's. Diese Fußbälle, Digga, die sind so geil. Ich glaube, es sind meine Lieblingsgegner jetzt. Nicht, weil sie halt einfach sind. Es ist schon relativ einfach, denen auszuweichen. Einfach, weil die übel geil sind von der Mechanik her. Die rollen einfach rum. Richtig auf entspannt. Genau, das brauche ich auch nicht. Und das auch nicht. So. Oh, wir sind schon beim Boss. Ey, ich glaube nicht, dass wir den Boss schaffen, gell? Also der war schon sehr heftig. Nee, den machen wir nicht. Also wir sind ja letztens auch beim Dungeon, beim Wald-Dungeon gestorben. Oh, das, ja, alles klar. Erstmal da reinspringen. Ich würde sagen, wir holen uns hier noch so ein paar Sachen, lernen ein paar Gegner kennen, und dann gehen wir wieder raus mit dem Talisman. Vielleicht gibt es hier noch irgendwie was, wo wir unsere Sachen upgraden können. Was ist das denn? Nutzen? Nee, das nutze ich safe nicht. Genau, die Heiltränke brauche ich auch. Deswegen die Slimes immer schön mitnehmen. Zack. Ah, genau. Wollen wir das nutzen? Ich will halt echt nicht sterben jetzt mit dem ganzen Zeug hier. Okay, wir nehmen mal ganz viele Heiltränke vom Nutzen. Ich kann es gar nicht nutzen. Warum kann ich es nicht nutzen? Irgendwas fehlt mir. Okay. Komisch. Oh boy. Boah, Alter. Jo, chillt mal. So. Boah, was ein Würfel. Oha.
Was ist los? Alter Junge. Also die Gegner sind schon cool und so, aber die machen auch gut viel Schaden und es sind halt auch neue Sachen. Und der läuft die ganze Zeit nur weg. Was ist los mit dem? Okay, ich denke, wir haben eigentlich so gut wie alles erkundet. Kurz mal schauen. Ja, da geht's halt nur noch zum Boss. Ich denke nicht, dass wir jetzt noch großartig was finden werden. Wir müssen dann halt uns upgraden, unsere Rüstung upgraden, vielleicht verzaubern auch und alles. Und dann können wir erst wieder hier rein und gegen den zweiten Boss kämpfen. Aber ich sehe gar, wir können rundenlang. Aber das mache ich, wie gesagt, dann offscreen. So, den klatschen wir noch. Und dann gehen wir raus. Und dann können wir auch schauen, was wir alles brauchen. Also, die weiß ich, brauchen wir. Diese Schaben da. Oder genau, die hier. Jo, dann gehen wir raus. So, erstmal schauen, was wir genau brauchen von dem ganzen Zeug. Boah, wir haben sogar jetzt für die nächsten Sachen was geholt. Für die nächste Rüstung. Die übernächste. Ah, okay, ich brauche doch so einen Sand. Okay, den habe ich, glaube ich, irgendwo in der Kiste gelassen. Aber egal, jetzt wissen wir es. Wir brauchen auch die komischen Teile. Ah, okay, okay. Mist. Ja, habe ich ja alles wieder rausgehauen. Scheiße. Okay. Wie sieht's aus mit Schwert? Okay, da habe ich ein Teil, was wichtig ist. Und den zweiten... Das zweite Item, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja gut. Ja, ich denke, dass die Teile finden wir dann auch langsam. Beim Farmen dann werde ich die wahrscheinlich finden. Dann lege ich sie in eine Kiste und dann können wir die ganzen Sachen zusammen upgraden und kaufen. Genau. Aber ich denke, das war's dann für die Folge. Ich werde auf jeden Fall offscreen nochmal ein bisschen Geld ranholen und Sachen, damit wir dann in den zweiten Boss reingehen können. Und dann würde ich sagen, war's das für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und damit ciao, ciao.